Ist klar. Ich kann kotzen. Ah, jetzt ist der da, der wieder durch die Brücke schießen kann. Was total viel Sinn ergibt. Ich warte jetzt, geduldigst. So. Geduld ist eine Tugend. Danke. Hoffentlich ist jetzt hier ein Speicherpunkt. Ach ja, hier ist unser Lieblingsraum. Mein Lieblingsraum. In diesem ganzen Spiel. Ich denke mal, in Steam hätte das wesentlich besser ausgesehen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich gehe mal weiter nach oben. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Bitte sei ein Speicherpunkt. Oh Gott sei Dank. Hör auf, den Kack-Bibot zu anvisieren. Der ist doch vollkommen uninteressant, Chris. Danke. Mann. Da war vorhin auch keiner. Ah, das ist so... schon nervig. Wir gehen jetzt einfach durch die Tür, lassen den Skarabäus Skarabäus sein und c'est la vie. War da hinter mir einer auch noch? Was? Was? Gott, ey. Der jetzt schon wieder kein Gegner ist. Was ist denn das für ein Labyrinth überhaupt? Alright, so I guess I'm meeting you at Quimby's office. Okay, er will mich an Quimbys Büro treffen. Lass mich nachdenken. Da würde ich hochgehen. Kraxel. Was ist hier unten? So. So. Ich hoffe, das war es halbwegs wert. Was habe ich jetzt davon? Ich habe keine Ahnung. Aha, das sieht doch richtig aus. Wow. Bis gleich. Bis gleich, ihr Dinger. Und ich würde auch sagen, bis gleich, ihr lieben Zuschauer. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Man richtet sich... Oder, Moment. Nee, ich habe ja noch die 3 Minuten dazu gerechnet. Na ja, nee, dann müssten wir ja eigentlich schon im nächsten Part sein. Aha. Ja, gut. Ja, dann hi, ho, die und Doppelwurf. Willkommen zu Part 38 von der Sekte. Ach, Mann. Okay, gut. Dann kein Schnitt. Dann machen wir direkt weiter. Hallo. Falsch. Das war total falsch. Was? Jetzt bist du wieder da. Hier, mach deinen Kumpel kaputt. Und lass mich in Ruhe. Ja? Dankeschön. Ich hab nicht genug Nektarola. Bitte, taucht nicht auf. Ach, ihr seid doch doof. Hör auf, ihn anzuvisieren. Hör auf! Ist der so fett, dass ich da nicht vorbeilaufen kann, oder was? Es gibt's doch nicht, der ist echt so fett, dass ich da nicht vorbeilaufen kann. Jetzt ist da keiner mehr. Es ist herrlich. Herrlich. Oh. Weiter. Jetzt ist ja auch keiner mehr. Ich fühle mich so dezent verarscht von dem Spiel.
Solange keine Gegner auftauchen, soll es mir egal sein. Moment, falls da jetzt wieder zwei stehen. Hier, mach deinen Kollegen tot. Mach deinen Kollegen tot. Hast du schon. Sehr gut gemacht. Meine Glückwünsche. Was ist eigentlich da unten? Kann ich das sehen? Warte mal, wie ging das? Ach, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Es kann mir egal sein, was da unten ist. Ich will nur wissen, was vor mir liegt. Hallo? Hallo? Ein Pult. Wo ich nichts drücken kann. Okay. Okay. Creepy, dass da nichts ist, aber gut. Jetzt ist da was. Gut, das war ein bisschen, ja, wie sagt man? Overkill. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant, so. Muss ich jetzt den anderen betätigen? Nee. Immer noch nicht. Gut, gehe ich einfach ganz normal nach oben, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was dieser eine Hebel gerade gemacht hat, aber gut, sei es drum. Pheromone. Oh, bitte lass das Queen Bees Büro sein. Bitte lass das Queen Bees Büro sein. Mist. Wie weit ist das denn noch? Halt, halt. Die sollen sich gegenseitig ausschalten. Shit. Ich sagte, die sollen sich bitte gegenseitig ausschalten. Moment. Wie weit bin ich jetzt zurückgeworfen worden vom Spiel? Das finde ich jetzt nicht toll. Ah, echt? So, sonst die da jeder Tür ein dusseliger Checkpoint. Was soll das jetzt? Meinetwegen. Da hoffe ich halt nochmal. So, weil ich ja weiß, da kommen gleich zwei, wusste ich schon mal die Fusion, ja, die Fusion, herrlich, die Konfusion, die Verwirrung aus. Nicht daneben laufen, Chris, bitte nicht daneben laufen. Ich könnte dich noch ein bisschen gebrauchen, eventuell. So, bitte mach jetzt dein Kollege ganz schnell kalt. Danke. Ah. Ich hatte gerade etwas Panik, weil mein Bildschirm auf einmal dunkler wurde. Wahrscheinlich, weil ich zu lange inaktiv war. Das hat mich trotzdem jetzt in Panik versetzt, weil ich nicht wusste, was passieren würde. Ah. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da hinten, ne? Ja. Eben um Ohr kratzen. Okay. Springen. Okay. Okay, I'm Electrodus AQ up to... Okay, Roachy ist halt auch auf dem Weg halt. Bla. Die Tür ist offen. Bitte lass das Queen Bees Büro sein. Ich weiß zwar nicht, wie sie den Weg hier immer rauf schafft, aber gut. Nein! Chris! Du blöde Kuh! Och nee, oder? Oh nee. Ah. Jetzt müssen wir normal machen. Erst die ganze Lauferei, dann das Abknallen, das Runterfallen. Jetzt tauchen hier wieder Gegner auf, ist klar. Chris, hör bitte auf ihn anzuvisieren, weil du sonst genau das runterfällst. Danke. Passt schon. Muss ja nur vorbei. Hier ist ja auch eine Corona. Eigentlich ist alles gut. Ich kann so tun, als wenn da nichts gewesen wäre. Das ist schlecht.
Das ist schlecht. Hallo. Ich hoffe, das stört dich jetzt gerade nicht, dass ich hier langlaufe. Also ganz dreist. Durchrushe! Nein! Scheiß Anvisierung! Ich könnte kotzen! Warum machst du mir das Leben zur Hölle? Hör auf! Chris! Böse! Dann geh sterben! Geh einfach sterben! Ja. Danke. Danke. Chris, ich kann so nicht arbeiten. Auch nicht, wenn du gleich runterfällst. Ich kann kotzen. Kotzen, 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 kotzen. Gut, wenigstens taucht hier jetzt gerade keiner auf. Was habe ich gemacht? Oh, ich habe das abgefeuert. Ups. Ist denn hier jemand? Ach, kann mir egal sein. So, hier kommen zwei. Zwei. Ja. Chris, warum greifst du die denn nicht an? Mann. Was ist denn dein Problem, Mädchen? Was habe ich denn jetzt ausgerüstet? Das sieht man auch so schlecht. So, hier komme ich noch so rauf, wenn hier keine Gegner sind. Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses letzte Level ist durch Bugs und... Ah! Steuerungsproblem und... Gegnern. Fürchterlich nervig. Stirb und stirb. Vielen herzlichen Dank, dass du dich in eine leckere Dose Nektarola verwandelt hast. So, die Tür ist ja offen. Also, rein jetzt. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Rein hier. Yes! Angstfabrik. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen Cut, weil ich nicht weiß, was danach kommt und wir sind jetzt sowieso kurz vor Schluss. Also, oh Gott. Die Angstfabrik, die Furchtfabrik war wirklich... Also, der Name war... hat wirklich das gehalten, was er sagt. Also, ich will dieses Level nie wieder spielen müssen. Nie wieder in meinem ganzen Leben. Ach, Mann, richtig. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Morgens 9:30 in der Fear Factory. Grrr.